Hey Leute, willkommen zurück bei Game Dev Tycoon. Wir haben Mini-RPG 2 rausgebracht und das ist doch ganz gut vom Verkauf her. Jetzt brauchen wir aber, oder ich würde sagen, wir brauchen aber noch mehr Fans. Wir sollten schon langsam die 100.000 erreichen an Fans, damit wir einigermaßen die mittleren Spiele verkaufen können. Und insofern wurde die Dreamcast veröffentlicht. Ich mache hier gerade ein neues Thema, damit wir nochmal einen Publisher-Vertrag einnehmen können. Und Mini-RPG Story and Quest scheint sehr wichtig zu sein von dieser Art von Spiel. Und Plattform, Genre, Match, Play-System, großartig. Rollenspiel und Play-System. So, dann Publisher-Vertrag finden. Ach, auf einmal haben sie andere. Ninja-Abenteuer. Stadt-Rollenspiel. Irgendein Thema Abenteuer. Ich würde sagen, wir nehmen die 7. Ninja Abenteuer ist das schon ein bisschen. Ja, Ninja haben wir nicht erforscht, nicht, dass es uns wieder Probleme gibt, aber Honorar 10% ist auch gut. Du bist schneller, glaube ich, im Forschen. Neues Thema. Ach, Ninja. Noch nicht. Oh nein, jetzt werden die hier ganz ausgelaugt. Du gehst schon mal in Urlaub. Und ich hoffe, du bist schnell fertig. Komm, fertig. Kleinerer Mittelstand. Urlaub schicken. Ausruhen. Jetzt bin ich mal gespannt. Komm zurück. Sie ist zurück. Ey, Leute, wir müssen hier langsam. Okay. Publisher-Vertrag. So, Ninja-Abenteuer. Ninja-Abenteuer, Plattform wählen, Abenteuer gibt es hier im Plus, Rollenspiele plus. Hier ist doppelt so viel mit Plus und die haben fast selbst einen Marktanteil. Abenteuer ist im Minus, hier bei dem PC. Ninja, Liebe, Ninja-Liebe, weil es für Erwachsene ist. Mit einem Abenteuer, Adventure. Ja, frag mich nicht. So, weiter. Wir nehmen 3D-Grafik. 6,0 müssen wir schaffen, war es nicht so? Da bin ich schon wieder gespannt drauf. Story Engine brauchen wir echt extrem wenig. Wir brauchen Spielmechanik so auf Mitte. Heißt, die Engine machen wir den gespeicherten Spielstand weg. Mehrspielermodus ist drin, Story kommt rein, Spielmechanik. So, okay. Nerd, dup, ist okay. So, 4 Millionen verkauft, Umsatz von 4 Millionen, das ist super. So, Ninja-Liebe. Ninjas und etwa Abenteuer, na, das ist ja toll. Wir haben schon mal einen Hype generiert mit 105.000 Leute, haben uns den Stand angeschaut. Brauchen wir noch Marketing? Ach komm, sicher ist sicher, dass wir selbst beim schlechten Spiel noch einen guten Hype bekommen. So, Wiener Oasis wird nicht mehr unterstützt. Abenteuer. Jetzt weiß ich nicht, Level Design oder künstliche Intelligenz, was wäre besser? Adventure-Modus. Ich glaube, die künstliche Intelligenz und Level Design ein bisschen runter. Und ich bleib dort, würde ich sagen. Shane nimmt aber das und Lucy das. Und dann hoffen wir auf die Beste, Leute. Simulationsspiele besonders angezeigt. Wenn wir Glück haben, können wir danach noch ein Simulationsspiel gleich raushauen, aber das ist nur ein kleines. Weil es sonst zu viel lange dauert von der Zeit her. Sound, Stereo, oh, da haben wir auch noch gar nichts. Aber ich würde gerne so belassen. Lassen wir Mono. Machen wir noch die reichliche Hintergrundstory rein. Nerd, Shana. Wer macht zu wenig? Shana. Oh Gott.
Wenn das nicht ein Fehler wird, dann weiß ich auch nicht. Alter, komm, das ist ideal verwurstelt. Es wurde sehr gut verwurstelt. So ein halb. Ja. Lass mal die Bugs rausholen. Okay. Multigenre ist verfügbar. Neues Thema. Stufenaufstieg. Oha. Ah, ihr seid teurer geworden. 3D-Grafik. Dann mach du mal gleich die Forschung der neuen 3D-Grafik. Und dich würde ich gerne trainieren. Das hier. Ich würde mich auch gerne mal trainieren, weil ich auch ein bisschen zu langsam bin für alles. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das, sowas hier nehme. Game Jam, Pixel Cup, Code Jam. Game Jam nehme ich mal. Ich hoffe, das macht beides hier. Okay. Was müssen wir schaffen? Eine 6? Ah! Oder eine 5? Ich glaube, damit haben wir einen Vertragsbruch gemacht. Electronic Mass, ja. Strafe. Super. Aber wir haben Fans dazu gewonnen. Wieso auch immer. Also wir sollten netten noch eine Simulation machen, so habe ich ja gesagt, war. So, das ist aus. Und dann würde ich sagen, neues Spiel entwickeln, schnell. Erwachsene mittlere Thema wählen. Simulation. Sport, aber für 18? Fantasy, Kacke. Werwolf-Simulation? Zombie. Spieler Genre, Simulation, Plattform, PC, Spieler Engine, die neueste Engine. Der Zombie-Überleber. Wieso auch nicht, wie in einem Kleinen natürlich. Die neueste 3D-Grafik nehmen wir natürlich. Spielmechanik, rein, Story, hallo, das ist eine Simulation, Engine. So, machen wir meinetwegen ein klein bisschen Story. Einfache Zwischensequenzen, das kommt rein und haut das Spiel schnell auf den Markt, Leute. Marketing hier, zack, gleich ordentlich raushauen. Künstliche Intelligenz hoch, Dialog runter, Leveldesign hoch. Das ist eine Simulation, haut alles raus, was ihr könnt. Wir müssen noch den Hype mitbekommen, die Popularität. Dann Sound, Mittel, Weltdesign runter, Grafik, super, Stereo an, Weltdesign, Open World, Open, reichhaltig, Tag- und Nachtzyklus, so. So, und die PlayStation 2 kommt raus. Anders als die Dreamverse fokussiert sich die PlayStation 2 nicht auf Online-Spiele, sondern setzt auf die Stärke des Vorgängers. Die Spielekonsole wurde extrem verbessert und enthielt eine Vibrationsfunktion. Die Grafik wurde verbessert, DVD-Spiele werden unterstützt und sie ist abwärtskompatibel mit der PlayStation 1. Oder zu deren Spiele, eher gesagt. So, jetzt haut noch schnell die Bugs raus. Ich will noch das mitnehmen. Was da wieder mitnehmen. Jedes Mal, wenn ich eine Nachricht kommt, habe ich Befürchtung, dass die es nicht mehr bekommen. So, und raus damit. Der Zombie-Überleber. Hatten wir schon mal eine neue Kombination? Nee. Gott sagen. Spiel veröffentlichen. So. Play System 2. Mit dem neuen Hype, genau. Ein wenig kurz. Was macht ihr denn alle mit meinen Spielen hier, dass ihr so schlecht bewertet? Könnte besser sein. Hab besseres gesehen. 5,25. Oh mein Gott. Spieloberichte erstellen.
Ninja-Liebe und Spielbericht erstellen. Wählen. Okay, guck mal kurz. Spielhistorie. Wir haben immer noch positiven Profil. Wie auch immer. Rang 79. So. Der Markt hat sich normalisiert, hat keine Tendenz mehr. Und Software-Gigant Micronoft hat heute angekündigt, eine eigene Konsole auf den Markt zu bringen. So. Beeindruckt, denn die M-Box kommt auf den Markt. So, Zombies und Simulation ist eine schreckliche Kombination. Level-Design scheint sehr wichtig zu sein für diese Art von Spiel. Okay. Das war das auch schon mal. Ninja-Abenteuer ist okay Kombination. Welt-Design scheint sehr wichtig zu sein. Plattform-Genre. Match, Abenteuer, PC, großartig. Aber das haben wir schon gewusst. Heute ist die PlayStation 2 veröffentlicht. Das ist gut. Haben wir denn Publisher-Vertrag gleich für die? Oh, wir haben für den PC zwei Sachen. Pirat-Strategie. Was ist das? Einmal eine Stadtsimulation und dann irgendein Thema mit irgendeinem Genre. Stadtsimulation ist super. Da müssen wir das kurz auswählen. Forschung. Neues Thema. Stadt. Schnell, ratter, 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 überlege, überlege, programmiere, programmiere, programmiere. Schnell. Ah, kratz dir nicht am Kopf. Wir haben keine Zeit dafür. Stadtsimulation, ich weiß sogar, wie ich es nennen würde. Ja, und die PlayStation 2, super Erfolg. Komm schon. Kratz dich nicht nochmal am Kopf. Gleich ist der Vertrag weg. Die 7 könnten wir schaffen. Ja. Verzögert sich mit der öffentlichen. Okay. Und. Publisher. Hoffen wir das Beste. Leute, drückt uns die Daumen. Wir machen von TGQ eine für alle. Stadtsimulation PC. Engine auswählen. Die J9 Engine. Und wir nennen es Simulationsstadt. Ganz kreativ. Mittel. Weiter. Wir nehmen die neueste 3D Engine. Wir nehmen die 2D Engine, die ist ein bisschen besser. Auch wenn man es nicht glaubt. Spielmechanik brauchen wir hoch. Engine. So, Story Quest. Okay. Nerd. Schauen. Und du machst hier. Zombie-Überleber. Und 500.000. Gucken wir mal kurz. Also zumindest 200 Fan, 250 Fans hinzugefügt. Aber Profit war echt gering. So, hallo, ich bin Gary Wright von Gamers. Ach, nicht schon wieder. Na gut, Interview. Ich bin bisschen mal bescheiden. Danke. Wir bringen zwar jetzt schon mal Demos raus, obwohl wir noch nicht mal ordentlich fertig sind. Sicherheitsmal, ja, investieren wir. Security Upgrades. Level Design, sehr gut. Wir nehmen schon 89% dann noch. Nerd, Lucy, ja. Aber den habe ich auch echt dampf wenig hier. Ich würde lieber tauschen mit Lucy. Genau, okay. Machen wir das Beste. Wir nehmen nochmal einen kleinen Stand. Aber es kommt ungewöhnlich oft Zeit, die Leute. Weltdesign brauchen wir echt gar nicht. Sound. Doch, so wie ich dachte. Muss das am wenigsten machen. Der sollte auf jeden Fall hier rein. Lucy sollte hier hin. Okay. Stereo-Sound haben wir schon. Das würde nicht reichen. Machen wir das. Zwar nicht perfekt, aber egal. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Zombie-Simulation war ja blöd gewesen. Ah, wir kriegen hier ordentlich Punkte. Noch die Bugs rausholen, Leute. Und nochmal einen zusätzlichen Hype generieren.
für Simulationsstadt. Okay. Aber wie es ausgeht mit der Simulationsstadt, das sehen wir nächstes Mal. Bis denn, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.